Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war es eine Glanzstunde. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung Mitte Juli in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Mit dem Abkommen würde Tunesien quasi zu einem Wachhund der EU, um illegale Migration über das Mittelmeer zu unterbinden. Abgefangene Migranten sollen in die Wüste abgeschoben werden. Menschenrechte? Zweitrangig. Das Abkommen mit Tunesien lässt sich die EU bis zu 1 Milliarde Euro kosten. 100 Millionen Euro sollen sofort ausgezahlt werden. Weitere 900 Millionen werden in Aussicht gestellt. Stolz verkündete von der Leyen: Earlier we witnessed the signing of the Memorandum of Understanding on a strategic and comprehensive partnership. Our teams have worked very hard, and I want to thank them, to deliver rapidly on a strong package. This is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations. Was als Glanzstunde geplant war, könnte sich aber als Eigentor für die EU-Kommission herausstellen. Denn das Vorpreschen von der Leyen und auch ihr eigenwillig zusammengestelltes Team Europa mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem scheidenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte waren nicht vorab mit dem Rat der EU abgestimmt worden. Das geht aus Dokumenten des Auswärtigen Amtes hervor, die vergangene Woche von der Zeitung Die Zeit veröffentlicht wurden. Statt wie bei einem solchen Verfahren üblich eine Unterrichtungsfrist von 5 Wochen einzuhalten, habe von der Leyen die Absichtserklärung mit Tunesien ohne Zustimmung des Rates der EU unterzeichnet. Wörtlich heißt es in den Dokumenten: Es ist nicht akzeptabel, wenn ein solches Memorandum of Understanding, Deutsch Absichtserklärung, unterzeichnet wird, ohne dass der Rat vorher seine Zustimmung gibt. Laut dem Bericht haben 13 der 27 Mitgliedstaaten das Vorgehen der EU-Kommission kritisiert. Namentlich genannt werden neben Deutschland auch Frankreich, Österreich, Belgien und Griechenland. Deutschland soll formuliert haben, dass von der Leyens Alleingang absolut inakzeptabel sei. Kritik kam auch von EU-Institutionen wie dem Europäischen Auswärtigen Dienst und dem Juristischen Dienst des Rates der EU. Dieser spricht von einer hochgradigen Respektlosigkeit und behält sich rechtliche Schritte vor. Im Klartext heißt das, das anvisierte Abkommen mit Tunesien könnte zu Fall gebracht werden. Für von der Leyen wäre das eine empfindliche Niederlage. Es ist nicht das erste Mal, dass das eigenmächtige Vorgehen der EU-Kommissionspräsidentin kritisiert wird. Von der Leyens größter Kritiker innerhalb der EU ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Im Mai vergangenen Jahres warf Orbán der EU-Kommission Machtmissbrauch vor. Im August letzten Jahres legte Orbán nach: Die Europäische Union ist nicht in Brüssel. Die Europäische Union ist in Wien, Budapest und Warschau, Berlin und Madrid. Brüssel ist nicht unser Chef. Wir sind eine unabhängige, souveräne ungarische Nation. Ende Juni dieses Jahres wundert sich Orbán schließlich, wohin die ganzen Gelder verschwinden, die die Mitglieder der EU zahlen. Nach der Präsentation des EU-Haushaltes bezeichnet Orbán die EU als bankrott. Hogyan sodorhatták a csőd szélére az Európai Uniót, mondom is a nagyobb tételeket, 50 milliárd eurót akarnak kérni a tagállamoktól, hogy odaadhassák Ukrajnának, miközben azzal a pénzzel sem tudnak elszámolni, amit eddig adtunk. Sok pénzt akarnak a tagállamoktól, hogy ki tudják fizetni a korábban fölvett Európai Uniós hitelek kamatait. Ezek azok a hitelek, amelyekből ezidáig Lengyelország és Magyarország egyetlen fityinget sem látott. Frivol, hogy óvatosan fogalmazzak. A magyar álláspont világos. Először tudni akarjuk, hogy mire költötték el azt a rengeteg pénzt, amit eddig adtunk. Utána választ várunk arra a kérdésre, kik felelősek azért, hogy a csőd szélére jutott az Európai Unió. Diese Kritik will von der Leyen nicht auf sich sitzen lassen. Sie kontert: We all can witness that the European Union is strong and prosperous. That is good. And we have a very transparent system of checks and balances. The Court of Auditors, the Parliament, the Council, just to name 3. We are also so strongly supporting the principle of rule of law, mainly also to fight corruption and to make sure that there is clear accountability and transparency in any kind of institutions that we have in the European Union.
Von der Leyens Ausführungen über Rechenschaftspflicht und Transparenz der EU-Institutionen wurden nur 2 Wochen nach ihren Aussagen von ihr selbst ad absurdum geführt durch ihr eigenmächtiges Abkommen mit Tunesien. Trotz aller Kritik dürfte es dennoch unwahrscheinlich sein, dass von der Leyen ihren Posten als EU-Kommissionspräsidentin räumen muss. So hat das Auswärtige Amt zwar intern deutliche Kritik geäußert, nach außen hin gaben sich sowohl Außenministerin Annalena Baerbock als auch Innenministerin Nancy Faeser zufrieden mit dem Tunesien-Deal. Indes hat von der Leyen bereits den nächsten Posten in Aussicht. So soll sich US-Präsident Joe Biden Anfang Juli laut Berichten für von der Leyen als NATO-Generalsekretärin ausgesprochen haben. Sie könnte den Posten im kommenden Jahr antreten. Der US-Militärexperte und ehemalige Waffeninspekteur der Vereinten Nationen, Scott Ritter, analysiert die Hintergründe dieser Überlegungen. So, what we're seeing here is this is about politics, not about genuine capability. She is not the ideal candidate from a military perspective. From a political perspective, she has shown herself to be very adept at, advocating forcefully for an American position. She ostensibly is supposed to advocate for Europe, but she takes a very pro-American position, and I think the United States enjoys this and would like to see her continue in that role as a Secretary General of NATO. But as I said, whether or not her candidacy will be considered or be considered viable in a year's time is very much an open question, because a lot can transpire between now and then. Was meint ihr? Wie lange werden die EU-Mitglieder das eigenmächtige Agieren der EU-Kommission noch tolerieren? Wird von der Leyen für ihre guten Dienste von den USA mit dem Chefsessel der NATO entlohnt? Und sollte die EU trotz aller Kritik an der Entstehungsgeschichte und der fehlenden Einhaltung von Menschenrechtsstandards am Abkommen mit Tunesien festhalten? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.